Nach Plänen des Hamburger Senats soll es ab 2027 keine Öl- und Gasheizungen mehr geben. Der Widerstand gegen das Projekt ist massiv. Ein energetischer Umbau würde viele Menschen finanziell überfordern, warnt der Sozialverband vehement. Der Einbau neuer Gas- und Ölheizungen soll ab 2024 verboten werden. Das zumindest plant Wirtschaftsminister Habeck. Dagegen regt sich starker Widerstand. Über Nacht zu sagen, dass es ein Verbot geben wird, ist auch eine Frage der Ökonomie, sagte FDP-Generalsekretär Bijan Djirsaray. Der Sozialverband Deutschland Hamburg hat das geplante Verbot der Neuinstallation von Öl- und Gasheizungen als finanzielles Harakiri für die Armen kritisiert. Ab 2024 ist dafür eine Förderung geplant. Nur niemand weiß, wie und wen sie entlasten. Das schafft Unsicherheit, die Angst macht, sagte SOVD-Landeschef Klaus Wicher. Dietmar Woidke, wer mit Windrädern vor der Tür leben muss, soll auch belohnt werden. Energetische Umstellungen würden Geringverdiener und ältere Menschen überfordern. Klimaschutz ist notwendig, aber mit sozialem Einfühlungsvermögen, sagte der SOVD-Landeschef. Er wies darauf hin, dass die Kosten Wärmepumpen als Alternative zu Öl und Gas sowie für eine nachträgliche Wärmedämmung gerade ältere Menschen nicht tragbar seien. Kaum eine Bank gibt einen Kredit, um das Dach zu dämmen oder die Heizung auszutauschen. Und wenn eine Hypothek aufgenommen werden kann, ist Omas Haus wieder verschuldet, kritisierte Wicher. Wicher? Klimapolitik muss gesellschaftlich getragen werden und darf nicht auf die Schultern älterer Menschen. Menschen mit geringem Einkommen und Familien mit mittlerem Einkommen abgewälzt werden. Installationsverbot ab 2024 unrealistisch? Die Leute bestellen jetzt panisch neue Gas- und Ölheizungen. Und viele Probleme sind nicht gelöst. Gibt es genügend Installer? Was ist mit den Menschen, die sich keine Wärmepumpe leisten können? Er erwarte, dass sich Habeck dringend mit der Bauwohnungswirtschaft, den Heizungsbauern und der Energiewirtschaft treffe, prüfe, bis wann welches Ziel erreicht werden könne, forderte, weil wir brauchen längere und damit realistischere Übergangsfristen bei der Umstellung der Heizungsanlage. Ein Installationsverbot ab 2024 ist unrealistisch. Weil sprach sich dafür aus, staatliche Beihilfen zur Heizungsnachrüstung an Einkommenshöhe zu koppeln? Wir sollten nicht die Anschaffung jeder Wärmepumpe mit einem festen Betrag bezuschussen, sondern Beihilfen je nach Einkommenshöhe staffeln.